Servus Löwenfans, der 60er DE Talk Nummer 21 steht heute auf dem Programm. Wir sprechen nach dem 0:0 in Wien Wiesbaden oder bei Wien Wiesbaden heute wieder zu dritt miteinander. Auf der einen Seite begrüße ich den Bernd. Servus Bernd. Servus Basti, servus Christian. Genau, und auf der anderen Seite den Christian. Christian Christi, schön, dass du da bist. Servus, dankeschön. So, Löwen, 2 Spiele absolviert, 4 Punkte, noch keinen Gegentreffer gefangen, zuletzt jetzt 0:0 gegen Wiesbaden, das kann man langsam so ein bisschen mit einplanen, dass man gegen Wien Wiesbaden jetzt nur noch unentschieden spielt, die letzten 3 Spiele allesamt. Der Christian war vor Ort auswärts in der wunderschönen Wellblech-Arena in der hessischen Hauptstadt. Erzähl uns doch mal ein bisschen von deinen Eindrücken. Wie war es vor Ort? Das erste Auswärtsspiel seit wie vielen Tagen? Ja, also tatsächlich... Ich muss gleich zu der Wellblech-Arena Stellung nehmen, weil von außen ist es ja wirklich schlimm. Aber für mich war es das erste Mal auch Wiesbaden. Das war auch mein Motiv, dass ich da unbedingt hin musste. Weil man wusste ja tatsächlich vorher nicht, wie viele Gästefans werden da jetzt sein und so. Aber irgendwie, um das auch mal gesehen zu haben. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde es von innen eigentlich gar nicht so scheiße. Also abgesehen davon, also ich habe ja extra auch als mein Hintergrundbild hier heute unseren schönen Block da auf der Südseite des Stadions gewählt. Also eigentlich finde ich es auch innen so ein bisschen so ein englisches Zweitligastadion, irgendwie auch mit diesen Stempen da und so. Und also auch die Atmosphäre oder die Stimmung, die Löwenfans da reingezaubert haben, war natürlich großartig. Insofern, es war für mich tatsächlich jetzt, wenn ich das gegen Würzburg das Heimspiel und jetzt den Sonntag vergleiche, rein vom Gefühl her, war das jetzt am Samstag die Rückkehr irgendwie aus der Corona-Zeit. Also das hatte wieder so richtig, hat sich angefühlt wie Fußball in einem Fanblock zu stehen. Und für mich war das Würzburg jetzt so ein bisschen, also ich fand es auch super von der Atmosphäre, aber es war schon irgendwie seltsam. Habt ihr eh letzte Woche hier ausführlich auch besprochen und das war so richtig die Rückkehr. Und um die Frage noch zu beantworten, tatsächlich das richtig letzte Auswärtsspiel, das ich davor gesehen hatte, war jenes in Ingolstadt im Dezember 2019, weil ich tatsächlich in der frühen Phase des Jahres 2020, ohne zu wissen, dass das dringend nötig wäre, keine Auswärtsfahrt bestritten habe. Also war schon eine ganze Weile her und es war ein ganz toller Nachmittag. Punkt gewinnen, für mich war es dann letztlich ein Punkt gewinnen, glücklicher Punkt gewinnen, sage ich mal, und insofern alles perfekt. Wie war die Organisation mit den 3G-Regeln im Vergleich zum Löwenheimspiel in der Woche zuvor? Ja, da freuen wir uns, dass wir mal unseren Verein loben können und die Organisation bei unserem Verein loben können, denn die war weit schlechter. Also es haben sich tatsächlich vorm Stadion dann, ich meine, das waren ja noch mal weniger Zuschauer als bei uns gegen Würzburg, wie viel waren es? 2,8 oder so in Summe. Die Hälfte waren wahrscheinlich Löwenfans. Es haben sich lange Schlangen davor gebildet. Also wir mussten komplett um das Ding einmal rum vorm Spiel. Und also auch auf Heimseite waren lange Schlangen. Und bei uns war so ein ganzer Pulk, wie man es ja halt so kennt, aber in diesen Zeiten eigentlich ja vermeiden sollte. Und hat man also alles, die lange Schlange oder dieser Pulk hat sich gebildet, weil man halt alles dort mit dem Ordner geklärt hat. Also dieses Steward-System, wie wir es jetzt hatten und wahrscheinlich auch in Zukunft haben werden, gab es nicht. Man hat am Eingang seinen Nachweis, seinen 3G-Nachweis vorgelegt, dann wurde das kontrolliert und dann ist man halt rein. Insofern würde ich sagen, echt ein Lob an unsere Verantwortung, wie gut das bei uns organisiert ist. Und aber die Kritik ist jetzt natürlich an Wiesbaden jetzt nicht so groß, weil bei der absoluten Anzahl an Zuschauern hat das auch dann ja geklappt. Mei, 20 Minuten oder so ist man davor gestanden, vielleicht. Ja, noch ein letzter Punkt zum Abschluss. Du hast es kurz bei deinem Eingangssatz schon erwähnt, so auch stimmungsmäßig. Wie war das für dich? Also, ich habe so das Stadion in Wiesbaden doch als ja sehr fanfreundlich in Erinnerung, was so die Akustik angeht. Die aktive Szene der Löwen macht ja momentan keinen organisierten Support. Im Fernsehen kam es aber doch des Öfteren doch sehr lautstark rüber. Wie war da der Eindruck vor Ort? Also tatsächlich hatte das so ein bisschen was von Oldschool dann. Ich gehöre jetzt auch eher zu der Generation, die das noch kennt, dass der Fanblock von sich aus einfach unterstützt. Und ich sehe aber ein, dass es heute wohl nicht mehr so funktioniert oder dass es heute anders ist. Also ich gehöre nicht zu denen, die dann sagen, mei, war das jetzt super ohne die Ultras. Die gibt es ja offensichtlich auch. Also ich freue mich auch wieder, wenn dann, also ich meine,
ehrlicherweise, wenn dann die Fanszene, die organisierte da ist, hat es noch was Brachialeres, finde ich, auch vorher. Und es ist noch ein bisschen imposanter irgendwie, das Gesamtauftreten. Aber rein jetzt von der Unterstützung für die Mannschaft hat es gut funktioniert. Es waren aber durchaus auch ein paar Leute mit dabei, kann man auch ruhig mal einen Namen nennen, also ein Olli Buch zum Beispiel, der halt früher, sage ich jetzt mal, in den frühen 90ern oder in den 90ern die Westkurve angepeitscht hat und der hat das jetzt halt auch am Samstag einfach übernommen. Insofern, ja, und also hundertprozentige Zustimmung, das ist halt echt eng und das Dach ist drüber und du hast dahinter noch diese Metall, das kann ich nicht mehr, also das sind so diese Metallverstrebungen und ich hatte ja meine beiden Söhne auch dabei und gerade die, wir waren ganz oben hinten auch standen, weil der eine noch Krücken hatte. Gibt es ja auch ein Bild bei uns im Ticker. Und die haben das sehr genossen, also wo ich mir auch gedacht habe, mal Klatschzeitwurm, aber die haben dann immer sehr stark auch dieses Metall dahinter uns benutzt, um noch zusätzlich Lärm herzustellen. Ja, und ein letzter Satz, genau, ich denke, sinnbildlich für die Atmosphäre rund um dieses Spiel ist tatsächlich, das haben vielleicht gar nicht viele gesehen, aber der Mockenhaupt, also der Captain von Wiesbaden, hat ja nach dem Spiel in unseren Blog so Daumen hoch und applaudiert und geklatscht und so ein deutliches Signal gesendet, dass er das auch richtig geil fand, sage ich jetzt mal so als Interpretation, dass da endlich wieder Fußballatmosphäre war und tatsächlich nachher auch in der Tankstelle so haben einige Leute angesprochen, die haben halt gesagt, Mensch, war das geil, was ihr hier uns für eine Atmosphäre hergezaubert habt. Hätten sie uns eigentlich die 3 Punkte dann dafür überlassen können, gell? Aber anderes Thema. Leider nicht so gekommen. Genau, wir switchen rüber zum Spiel und damit auch rüber zu dir, Bernd. 0-0, die Frage mal eingangs, war das Ganze leistungsgerecht aus deiner Sicht? Ja, wenn man die zweite Halbzeit anschaut, schon. Aber in der ersten Halbzeit war das also sehr schlecht. Da waren die Abstände gegen den Ball im Mittelfeld viel zu groß. Ein bisschen Unordnung generell in der Defensive da. Die Pässe nach vorn waren grundsätzlich immer entweder zu lang oder so gespielt, dass der Gegner reinlaufen konnte. Das war, also die erste Halbzeit hat mir überhaupt nicht gefallen. Können wir uns sowieso auch bei unserem Torwart bedanken, dass er den Punkt festgehalten hat, weil mit einem anderen Torwart verliert man das. Du hast ja in deiner Taktiktafel so die Key Facts wieder rausgeschrieben, also der einzige statistische Wert, bei dem die Löwen ja, sag ich mal, die Nase vorn hatten, war ja dann über das ganze Spiel gesehen der Ballbesitz mit 54%. Ansonsten waren eigentlich die Wiesbadener immer besser, also bei der Passgenauigkeit zwar nur 1 Prozentpunkt, aber ansonsten vor allen Dingen auch bei den Schüssen. Also 11-4 Schüsse gab es insgesamt. Die Löwen hatten keinen davon aufs Tor gebracht, die Wiesbadener 5 Stück. Was denkst du, waren für dich so die Gründe, warum 60 da, sage ich mal, so passiv agiert hat oder teilweise auch so offen? Der Mockenhaupt war ja so auch mit einer so der aktivsten, für das, dass er eigentlich eher ein defensiver Spieler ist, immer wieder mit nach vorne auch eingeschaltet. Und auch der Goppel, glaube ich, der hatte da, ja, könnte man fast sagen, so ein bisschen Narrenfreiheit im offensiven Zentrum. Woran lag das? Tja, woran lag das? Ich bin der Meinung, dass einige Spieler ihre Aufgaben nicht wirklich so erfüllt haben, wie sie gestellt waren, defensiv. Also es geht ja alles darum, dass du in den richtigen Momenten nah am Mann bist, um ihn entweder bei der Ballannahme zu stören, ja, oder ihm auch den Ball abzunehmen. Und das hat halt einfach grundsätzlich gefehlt. Da, also jetzt mal punkto Goppel, der hat jeden Pass frei annehmen können, kam dann auf Tempo und mit seiner super genialen Technik lässt der halt dann einfach mal die Leute alt aussehen. Ja, man hat ja gesehen, der hat Hackespitze 1, 2, 3 auf der linken Seite umeinander gezaubert, wie man das normalerweise in der Liga eigentlich so nicht kennt. Ja. Ja, also da meiner Meinung nach ein Bombeneinkauf. Also ich weiß gar nicht, ob der wahrscheinlich nicht gekauft, sondern ablösefrei gekommen. Enschede hat der, glaube ich, vorher gespielt. Also schon erste Liga Holland. Da sind die Spieler technisch einfach super ausgebildet. Und so ein Spieler schlägt halt dann in der dritten Liga erst recht ein.
Auch der Stürmer der Wiesbadener, der Nilsson, ist ja, sage ich mal, doch ein sehr stämmig gebauter Spielertyp, ein Brecher, wenn man so will. Vielleicht Sascha Mölders noch mit einem Kopf obendrauf. Hat auch die Defensive immer wieder vor Probleme gestellt, einfach durch seine körperliche Präsenz, oder? Ja, die Größe bei dem Kerl ist halt einfach ein super Pfund, das der hat. Der ist 1,96 Meter groß. Ich glaube, es gibt nicht viele Spieler in der Liga, die da hinreichen, oder überhaupt keinen, der noch größer wäre, zumindest mit dem Sturm. Und das ist ja überhaupt so eine Sache, die Wiesbaden hat. Die haben wahnsinnig viele große Spieler. Und da musst halt dann im Prinzip, wenn du selbst den Ball hast, um mal kurz darauf zu kommen, muss vorne halt öfter mal flach spielen und hinten, dass wir das zu null verteidigen konnten, auch mit den vielen Ecken, die gehabt haben, da muss ich dann schon sagen, gut gemacht. Ja, also im letzten Drittel haben wir es ja ganz gut verteidigt dann, weil auch die Schussanzahl, die du vorher angesprochen hast, die war ja schlimm, war es ja eigentlich nur in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit waren gleich viele Schüsse, nur hat Wiesbaden, glaube ich, einen aufs Tor gebracht, im Gegensatz zu uns. Oder zwei. Aber das ist ja vollkommen wurscht. Das war ein Spiel, das sehr, also ich habe es auch in der Taktiktafel geschrieben, sehr an das Auswärtsspiel in Völklingen gegen Saarbrücken erinnert hat. Da waren wir auch in der ersten Halbzeit wirklich weit weg von den Leuten. Und Saarbrücken hat halt in dem Spiel getroffen. Den sind wir dann hinterhergelaufen und haben es in der zweiten Halbzeit nicht mehr umdrehen können. Und ähnlich ist es hier gelaufen. Da waren wir in der ersten Halbzeit wirklich weit weg von den Leuten. Und in der zweiten Halbzeit haben wir das alles dann im Prinzip korrigiert. Und da war es ein gutes Fußballspiel mit Chancen auf beiden Seiten. Und durch die tiefen Ketten bei Wiesbaden durchzukommen, habe ich vorher auch gesagt, wird nicht leicht. Wir haben es nicht wirklich geschafft. Von daher Punkteteilung glücklich, aber aufgrund der zweiten Halbzeit schon verdient. Mich würde interessieren, wenn ich da kurz nachhaken darf, auch Basti, wenn das okay ist. Welche Rolle haben denn dann die Wechsel für dich gespielt, das also jetzt eben Lex und Dressel, weil das war dann ja irgendwie schon ein ganz anderer Impuls in der zweiten Halbzeit, oder? Oder denkst du, die Ansprache vom Trainer war das alles Entscheidende? Ich glaube, die Ansprache vom Trainer, da wäre ich übrigens gern dabei gewesen, aber die Wechsel waren wichtig. Weil der Lex hat ganz andere Impulse nach vorne gebracht. Leider Gottes hat er wieder so einen Moment gehabt, wo er einfach das Falsche macht, wo er stehen bleibt im Strafraum und den Ball spielt, anstatt dass er einfach mal aufs Häusel haut. Da war er zentral, weiß nicht, 13, 14 Meter vor dem Kasten. Und da muss ich einfach mal eigennützig sein und draufhauen. Und wenn er dann drüber geht, vorbei oder der Torwart den hält, okay. Aber dass ich dann stehen bleibe und den Ball zurückspiele, Biancardi hat ihn dann, glaube ich, gekriegt, war meiner Meinung nach in dem Fall echt ein Fehler, weil wenn wir das 1-0 schießen, dann gewinnen wir das Ding. Ja, und Dressel hat insofern natürlich die Defensive brutal stabilisiert. Der hat Räume geschlossen in der zweiten Halbzeit, die vorher sehr offen waren. Und die Wechsel waren brutal wichtig. Ich habe es mir in der Wirtschaft angeschaut mit ein paar Leuten und da haben alle, ja, wir müssen zur Halbzeit wechseln. Und ich bin ganz sicher, der wird auch wechseln und ist auch passiert. Er hat zwar einen mehr eingewechselt, als ich gedacht hätte, und zwar ich hätte den Dressel noch nicht gebracht zu dem Zeitpunkt, aber vollkommen egal, alles richtig gemacht. Vielleicht hätte man den Keanu Staude noch ein Stückchen früher bringen können, aber gut. Was mich dann noch abschließend interessieren würde, du hast es ja auch gerade gesagt, Dressel dann die Verteidigung stabilisiert, jetzt haben die Löwen zwei Spiele bestritten, 2-0. In der Vorbereitung haben wir ja noch so ein bisschen gesagt, okay, mit der Systemumstellung auch, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Würdest du sagen, dass sich die Defensive jetzt eingespielt hat? Naja, also nach der ersten Halbzeit hätte ich gesagt, absolut nicht, da fehlt da ganz schönes Pfund. Nach der zweiten Halbzeit muss ich sagen, die stehen eigentlich recht stabil und es hat sich ja nicht viel geändert. Das Einzige, was sich in der letzten Reihe geändert hat, ist der Außenverteidiger, der hätte sich eh geändert, weil ja der Wilsch verletzt ist, also Außenverteidiger rechts. Defensives Mittelfeld hat ja
der Moll bis zu seiner Verletzung auch 5 Spiele wunderbar hingebracht. Also ich sehe da kein Problem von wegen, dass ich die Defensive stabilisieren hätte müssen. Das ist schon ganz gut so. Es ist halt nur das Problem mit der Dreierkette, dass du da halt einfach konteranfällig bist. Aber das hat jetzt nichts mit einer stabilen oder instabilen Defensive zu tun. Das ist dem System geschuldet. Jetzt haben wir 2 Spiele lang den Tom Kretschmer im Tor gehabt, der, wie ich finde, seine Leistung sehr, sehr souverän abgerufen hat. Und sage ich mal, jetzt schon auch ein Ausrufezeichen gesetzt hat. Christian, wie siehst du das? Denkst du, dass unser Trainer Michi Köllner jetzt ein positives Torwartproblem hat oder dass wir jetzt einen Zweikampf auf der Torwartposition haben? Ja, Zweikampf haben wir ja im Prinzip immer, aber Problem haben wir definitiv keins. Ah, der Michael Köllner hat sowieso keine Probleme. Der hat, wenn dann Herausforderungen oder so, weil der einfach positiv an die Sache rangeht. Aber er hat es auch vor dem Spiel in der Pressekonferenz schon gesagt, weil da ja auch immer nachgebohrt wird. Wir haben den ersten Torwart, das ist der Marco Hiller, und der Kretschmann hat das super gemacht, wirklich auch in Wiesbaden. Aber also ich sage schon, ich stand dann ja hinter ihm eine ganze Weile, also erste Halbzeit. Also da, also wirklich, keine Frage, dass das eine tolle Leistung war, aber es gab schon auch gerade im Aufbau dann Momente der Unsicherheit auch bei ihm und das ist auch total okay und also es stellt sich die Frage überhaupt nicht und das ist doch das Schönste, aber umgekehrt, wir freuen uns darüber, weil wir sehen die Dinge auch positiv, wir haben einfach kein Torwartproblem, wenn jetzt der Miller mal sich was zustößt oder nochmal sowas passiert, was wir nicht hoffen wollen, dann haben wir da Ersatz, der da auch funktioniert und das ist doch das Beste, was es gibt. Da jetzt ein Problem herbeizureden. Also ich glaube, er ist sogar in der Kicker-Elf des Tages oder so. Wunderbar. Und ich glaube aber auch er selber und auch der Michi Köllner wird die Ansprache so an ihn richten können. Der reiht sich jetzt wieder ein und steht bereit, wenn es nötig wird. Ja. Ja, und Marco Hiller steht im Pokal wieder dort, wo er hingehört, nämlich zwischen den Pfosten. Am Bierstand, hätte ich jetzt gesagt. Nein. Aber Tom Kretschmer hatte ja nach dem Spiel auch dann oder wurde ja dann nach dem Spiel interviewt und hat dann gesagt, Mai, es liegt halt jetzt am Trainer, der entscheidet. Ich denke, das war auch eine sehr diplomatische Antwort, die er da gegeben hat. Ich denke, er weiß, was er jetzt in den 2 oder 3 Spielen, besser gesagt, wenn man das Ingolstadt-Spiel aus der vergangenen Saison noch mitnimmt, gezeigt hat. Aber ja, Marco Hiller Nummer 1 und dann schauen wir, was am Freitag dann gezeigt wird vom eigentlichen Stammtorhüter. Lasst uns gerne auch gleich damit die Brücke schlagen zum Pokalspiel. Bernd, wir hatten es ja nach der Auslosung nochmal in einem kurzen Zweiergespräch dann thematisiert, auf wen wir da treffen. SV Darmstadt, jetzt der Zweitligist ist es geworden. Wir spielen zu Hause und wir dürfen vor Fans spielen. Die Rudelbildung ist ja heute, also die Aufzeichnung vom Talk war der Montag, jetzt an den Start gegangen. Die Rudel haben sich alle gebildet. Und ja, jetzt treffen wir auf einen Gegner, da haben wir noch vor 3 Wochen gesagt, die hatten nur 1 der letzten 11 Spiele verloren. Jetzt sind sie mit 2 Niederlagen in die neue Saison gestartet. Es gab ein 2-0 gegen Regensburg und ein 3-0 beim KSC. Was ist los bei den Darmstädtern? Woran liegt es? Corona ist los bei den Darmstädtern, so schaut's aus. Die müssen sich ihre Spiele ja mit der Sprachschutz zusammenkratzen, damit die überhaupt noch irgendjemanden finden, der da auf dem Platz stehen kann, gesund. Ist ganz schwer einzuschätzen, wie dieses Spiel wird. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir gegen die auf jeden Fall eine Chance haben. Ich kann wirklich aufgrund dessen, was ich bis jetzt auch von Darmstadt gesehen habe, nicht wirklich sagen, dass die jetzt wegen dem Corona-Fallobst wären oder so. Die können schon den Ball spielen und auch gut kombinieren, aber denen ihr großes Problem ist halt das Herausspielen von Torchancen und vor allem die Verwertung derselben. Also da haben es nicht viel gezeigt. Bis so Mitte gegnerische Hälfte schauen die ganz gut her und dann verließen sie ihn sozusagen. Die Darmstädter also, haben ja,
Die Darmstädter haben ja auch ihren Top-Stürmer oder auch Torschützenkönig Serdar Dursun abgegeben. Sie haben die Türkei gewechselt und haben sich Philipp Tietz von Wien Wiesbaden geholt. Würdest du sagen, dass er noch nicht so wirklich integriert ist im Spiel oder war er jetzt auch einer der Corona-Ausfälle? Na, war kein Corona-Ausfall, hat gespielt, aber kaum Bälle gesehen. Also wenn es als Stürmer nicht gefüttert wird, dann kannst du nicht netzen. Ja. Das ist halt, ich weiß jetzt nicht, ob es gut oder schlecht ist für uns, ja, aber das Darmstadt hat jetzt in zwei Spielen zusammengenommen, nicht, dass ich lüge, 14 Torschüsse abgegeben. Das hat Wiesbaden gegen uns in einem geschafft. Gefühlt, ja, absolut. Nein, nicht gefühlt, sondern tatsächlich. Ich dachte, es waren 11, aber gut. Gut, dann täusche ich mich. Das ist möglich. Zahlenspiele. Absolut. Ja, ist egal, wenn 14 Schüsse aufs Tor und davon im Prinzip, oder 14 Schüsse und davon im Prinzip keiner wirklich so, dass er dem Gegner gefährlich wird, sagt schon ein bisschen was aus. Ja, absolut. Das letzte Spiel der Löwen gegen Darmstadt ist jetzt tatsächlich auch schon wieder 6 Jahre her. 2015 war das nämlich. Da gab es ein 1:1 am Böllenfalltor damals. Torschütze war ein gewisser Jannik Bandowski, den vielleicht noch ein paar in Erinnerung haben. Generell, wenn man sich mal die Statistik anschaut, 60 gegen Darmstadt gab es wettbewerbsübergreifend 12 Spiele. Die Löwen gingen 5-mal als Sieger vom Platz. 4-mal hat Darmstadt gewonnen und es gab 3 Unentschieden. Besondere Brisanz wird das Spiel wahrscheinlich haben, das haben wir auch schon beim letzten Mal thematisiert, aufgrund der Wechselgerüchte um Dennis Dressel. Wo ja dann der Gegner feststand, sage ich mal, wurde ja von Seiten Günter Gorenzels endgültig der Deckel drauf gemacht und gesagt, Dennis Dressel wechselt nicht. Denkst du, Christian, dass jetzt durch das Spiel am Freitag da nochmal Gerüchte aufkochen können? Nee, das Thema ist durch, wobei man jetzt ja sagen könnte, mit Corona, jetzt bräuchten sie noch mehr. Aber ich glaube, das Thema ist endgültig erledigt. Ich habe in der PK vor Würzburg auch nochmal da den Deckel mir abgeholt drauf, ob das wirklich endgültig erledigt ist. Und das wurde dann auch ganz lapidar bestätigt. Was ganz spannend ist übrigens noch, weil du gerade die Statistik genannt hast. Wir haben gegen Darmstadt insgesamt in der Historie 4-mal verloren, aber 3-mal, Achtung, aufgepackt, in einer Saison. Das war nämlich diese legendäre Saison 91-92, als die aus der ehemaligen DDR die Mannschaften in den Fußball, in den DFB sozusagen integriert werden mussten. Und da gab es ja diese zweite Liga Nord und Süd. Und da wurde ja mit 12, im Süden mit 12 Vereinen gespielt. Und das heißt, man hat sozusagen Hin- und Rückrunde schon bis Dezember erledigt gehabt, hatte da also die ersten 2 Spiele gegen Darmstadt, haben wir beide verloren. Und dann gab es diese letzten 6 der 12, haben dann nochmal so eine Abstiegsrunde miteinander gespielt, wieder in so einer normalen Hin- und Rückrunde. Und da haben wir dann in Darmstadt wieder verloren, 3. Niederlage. Und es wäre nicht 60, wenn es nicht tragisch auch noch dann weitergeht, weil dann haben wir nämlich endlich mal eins gewonnen. Das war das vorletzte Spiel, Heimspiel gegen Darmstadt, ich glaube 3-0 oder 3-1. Yippie, es gab tatsächlich Platzsturm und Feier des Klassenerhalts. Und eine Woche drauf haben wir dann ganz dumm in Leipzig verloren. Und weil die anderen auch nicht so gespielt haben, wie wir wollten, mussten wir so eine Relegation gegen Fortuna Köln und Havelse, da klingelt es auch, und sind prompt dann 92 abgestiegen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, tatsächlich, also normal spielst du ja immer 2-mal gegen den Gegner in der Liga, in der Saison 4-mal gegen Darmstadt gespielt, 3-mal verloren. Die andere Niederlage war irgendwann in den 70ern noch. Also insofern, wenn man die Saison streichen würde, wäre die Bilanz besser gegen Darmstadt. Aufgrund der Gegebenheiten würde ich jetzt eigentlich sagen, solche Geschichten schreibt nur der Fußball, aber wir sind ja hier nicht beim Doppelpass. Generell für den Freitag, ich glaube, ihr habt euch ja auch fürs Spiel erfolgreich registriert, fürs Rudel. Was erwartest du für ein Spiel? Was denkst du ist drin für die Löwen? Ja, was erwarte ich? Das ist ja immer dieses, klar, wenn man die Ergebnisse jetzt anschaut, dann erwartet man da irgendwie, dass wir denen ordentlich den Marsch blasen und die aus dem Stadion schießen. Aber ich befürchte fast, das ist bei uns schon wieder so, die Erwartungshaltung ist jetzt so groß, wir sind nicht der totale Außenseiter
Und wenn es mir jetzt vor ein paar Wochen, also nach der Auslosung fragt, hätte ich gesagt, ah ja, genauso wie letztes Jahr gegen Frankfurt, aber halt aufgrund auch dann der Unterstützung durch die wenigen, aber doch vorhandenen Zuschauer, dann ein besseres Ende für uns. Aber jetzt, die Situation hat sich jetzt ja komplett verändert, dadurch, dass die so angeschossen wirken. Aber also ich rechne mir schon was aus und das wäre natürlich Wahnsinn, jetzt in diese nächste Pokalrunde auch endlich mal einziehen. Und ja, also Freitagabend auch stimmungsvoll, es geht ja auch eh nicht spät erst los, 20.45 Uhr, also auf jeden Fall dann komplett, eigentlich fast komplett unter Flutlicht. Ich, wie immer natürlich, ich hoffe auf einen Sieg und ich würde es auch nicht ausschließen, aber unterm Strich, es kann natürlich auch so, wäre dann wieder der Klassiker, ne? Zur Pause 0-3 hinten und Thema erledigt. Sowas gibt es ja leider auch manchmal in diesem Wettbewerb. Leider auch manchmal bei den Löwen. Bernd, vielleicht noch kurz abschließend die Frage, was müssen die Löwen vor allen Dingen besser machen im Vergleich zum Spiel gegen Wiesbaden, dass es am Freitag zu einem positiven Ergebnis und zum Weiterkommen in die zweite Runde führen wird? Ja, wenn sie schießen, dann sollten sie auch dahin schießen, wo das Tor steht. Das wäre ganz wichtig. Also Abschlussstärke trainieren, Sascha Mölders. Ja, also tatsächlich, wie gesagt, defensiv ein bisschen kompakter, vorne ein bisschen zielgenauer, dann kann da schon was gehen. Also ich bin sehr, sehr guter Dinge. Ja, und auch hinter Sascha Mölders, es war ja auch am Wochenende wieder das Spiel der Amateure gegen Ingolstadt mit 2-2, hat sich ja auch ein gewisser Lorenz Knöfall wieder in den Fokus gespielt. Christian, du warst ja auch vor Ort. Meinst du, dass er wieder eine Option sein kann für Michi Kölner am Freitag? Also das würde mich sehr freuen und das fände ich super, wenn man den noch da bereithält. Also der hat mir gestern schon auch wieder gut gefallen. Also auch vor allem das erste Tor da in Kirchen war ein Elfer und selber als Gefaulter angetreten und dann das zweite Tor. Also quirlig ist der irgendwie, also der quält mir tatsächlich sehr gut und das würde mich freuen, wenn der da auch wieder die Chance bekommt. Spricht auch für unsere Jugend dann einfach. Absolut. Und wir haben von 60er.de auch noch ein kleines Schmankerl, denn wir verlosen nämlich 2 VIP-Tickets für das Spiel am Freitag im Wert von jeweils 100 Euro. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist im Endeffekt eine der 2 Möglichkeiten wahrzunehmen. Entweder könnt ihr über Facebook oder über Instagram teilnehmen. Was ihr tun müsst, ihr müsst im Endeffekt unsere Seite abonnieren, ihr müsst den jeweiligen Post des Gewinnspiels liken und dann den Satz drunter kommentieren, ihr lest 60er.de, weil. Und alle, die das machen, sind dann in der Auslosung. Teilnehmen könnt ihr bis zum Dienstagabend um 18.60 Uhr. Dann wird ausgelost und die Gewinner werden dann von uns benachrichtigt. Also für alle, die noch Bock haben, am Freitag da mit dabei zu sein, geht es entweder auf Instagram oder auf Facebook. Macht's das, abonniert es, markiert es gerne auch noch einen Freund, dann steigert es eure Chancen vielleicht nochmal. Und dann würde ich sagen, haben wir es für heute wieder geschafft. Wir schauen am Freitag uns das Spiel an, lassen uns überraschen, was am Ende dabei rauskommt. Und ja, sehen uns dann nächste Woche wieder. In diesem Sinne, danke euch beiden für eure Zeit. Auf die Löwen und bis zum Freitag. Servus. Ciao. Pfiat euch.